Geoengineering gefährdet die Landwirtschaft. In einer Nature-Studie warnen Forscher vor dramatischen Ernteeinbrüchen. Geoengineering spielt eine Rolle bei der Versauerung der Böden, da einige Geoengineering-Methoden vorgeschlagen wurden, um den Klimawandel zu bekämpfen, der eine der Hauptursachen für die Bodenversauerung ist. Ein Beispiel ist die gezielte Freisetzung von Schwefeldioxid in die Atmosphäre, um das Klima abzukühlen. 3. Schwefeldioxid kann jedoch auch in saurem Regen enthalten sein, der den Boden versauert. Schwefel- und Stickstoffeinträge aus der Luft tragen zur Versauerung und Eutrophierung von Böden und Ökosystemen bei, was langfristig zum Nährstoffungleichgewicht in Böden, schlechterem Pflanzenwachstum und zu einem Verlust an biologischer Vielfalt führen kann. Die Luftinhaltsstoffe werden in festem, flüssigem oder gasförmigem Zustand teilweise über weite Strecken transportiert. Schwefel- und Stickstoffkomponenten gelangen durch trockene, vorwiegend Staub- oder nasse Deposition, Niederschlag, auf Pflanzen und in Böden. Anhaltende Versauerung der Waldböden. Vom Menschen verursachte Emissionen beschleunigen und verstärken die Bodenversauerung. Folgen der Bodenversauerung: Bei sinkendem pH-Wert im Boden werden zunächst Mangan, Mn, und später Aluminium, L, mobilisiert. A wirkt schädigend auf Pflanzenwurzeln und hindert die Nährstoffaufnahme. Aluminium ist der hauptsächliche wachstumshemmende Faktor für die meisten Nutzpflanzen in sauren Böden auf der gesamten Welt.